uns mal Strom anschließen. Und dann brauchen wir natürlich da noch Lampen. Lampen, 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 Lampen. Und natürlich können wir jetzt hier nicht nur sagen, geht mal kurz an die Kreissäge, sondern wir können auch Folgendes sagen. Wir können jetzt auch sagen, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, bei den Bedürfnissen gibt es ja auch die Bedürfnis nach Kleidung. Und was können wir denn gegen Kleidung machen? Richtig, wir waschen sie einfach. So easy ist die Kiste. Und deswegen können wir noch eine Waschküche bauen. Aber ich glaube, das machen wir jetzt im Moment noch nicht. Die schlafen gerade, also eine Razzia mal ganz kurz durchführen. Und dann... Wie breit bist du? 3. Inklusive der Wand. Wir bauen einfach. So. Haben wir noch irgendwo eine Tür übrig? Schade, schade, Schokolade. Ach doch, eine Personaltür. Müssen wir vorüber gehen, installieren, dass er das Ding anerkennt. Hackt und sich halt, das kapiere ich jetzt gerade überhaupt nicht. Moment mal. Ich muss das mal ein paar Wachen einstellen. Und da geht schon wieder meine Uhr auf Zeltzimmer. Eine Wache kostet uns 500. Kam gerade noch so Geld dazu. Und zwar folgendes: Die bauen jetzt hier nämlich. Ein Fundament. Und wir könnten natürlich jetzt hier auch die Wand rausreißen, damit er das Fundament anerkennt. Das Problem ist dann allerdings, ich habe, jetzt ist das drin, das draußen, das ist total verwirrend. Jetzt habe ich alles total durcheinander gebaut. Nein, egal. Oh, und wir sollten mal ein paar Gärten anstellen. Nein. Haben wir zu wenig Geld. Egal. Und zwar können wir jetzt hier die Wand jetzt aus Sitz abreißen. Zack. Zack. Und dann können wir natürlich hier noch Objekt abreißen und dann schnell eine Ziegelwand hinknallen, weil wenn ein Fundament noch nicht ganz fertiggestellt ist, dann rennen die raus und jetzt können die hier ganz easy cheesy rausrennen, aber zum Glück ist noch Schlafenszeit, es ist Duschenszeit und ich hoffe, die kommen jetzt nicht auf doofe Gedanken. Der hat was ausgefressen, deswegen wird er jetzt gerade so ein bisschen. Ist er gerade noch ein bisschen hier drin. Deswegen, das erinnert mich gerade auch noch an etwas, was wir auch noch bräuchten. Ah, Gärtner. Kommen wir gleich zur Einstellung, kriegen wir noch ein bisschen Geld. Unseren Zuschuss. 5000 Zuschuss, cool. Weil die quetschen sich alles in diese Pimpfi-Kantine rein. Das will ich natürlich auch nicht. So, weil die ausbauen, können wir die hier auch nicht. Gleich ist Arbeitszeit. Wir brauchen noch einiges. So, guck mal, jetzt gehen die nämlich hier rein, werden von dem hier unterrichtet, so lalalala, hui, guck mal. Und die sind gerade richtig, richtig sauer, warum? Freiheit, wird gerade ein bisschen Erholung, die brauchen dringend mal ein Gemeinschaftsraum, wo wir da mal ein paar Sachen reinstellen. Gemeinschaftsraum. Pass mal auf. Bauen wir hier 1, 2, 3. Dann können wir eigentlich, wir sagen einfach mal, dass wir hier einfach mal vorübergehend zuziehen. Sagen dann hier, guck mal, hier ist Gemeinschaftsraum. Und dann kommt da neue Zellen hin. Und guck mal, da ist irgendwas, das oben ist irgendwas. Halt, 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 halt. Oh, 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 oh. Und da kommt schon der. Da kommt der Aufstand, von dem ich euch erzählt habe. Dann können wir gleich mal zugucken. Yeah. Es ging schneller als erwartet. Zugegeben. So, jetzt sind jetzt machen die Randale. So, die randalieren jetzt hier noch so ein bisschen, aber kriegen wir was zu essen.
Jetzt gehen die alle auf den Hof. Können hier noch mal ein bisschen rumrennen, wenn sie wollen. Wir brauchen natürlich auch noch eine Krankenstation. Ah, wir brauchen noch so viel. Okay. Moment, mal ganz kurzes Sekündchen. Große Gefängnistür. Und dann können wir Wände abreißen. Die zwei, ich probiere es mal so rum. Aber es. Ja, guck mal, jetzt reißen die weg und jetzt können die ganz, ganz easy cheesy da rausrennen. Aber an der. Und war das jetzt endlich an der anderen Kant? Ich hoffe, da bricht jetzt keiner aus. Das können wir gleich mal entriegeln. Warum erkennt er das hier nicht? Ach, jetzt. Boah. Es ist immer so ein bisschen. So, Ziegelwand. Dann können wir hier nicht mal sagen. Einen Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum. Wahrscheinlich jetzt so ein Schlagraum. Wie ich das gerade so sehe. Das benötigt. Ach toll, da können wir uns einfach irgendwas reinklatschen. Okay. Dann machen wir. Ein Radio. Dann nehmen wir einen Fernseher. Ein breites Sofa. Ein paar Telefonzellen. Eine Toilette. Nicht schön, aber zweckmäßig. Eine Handelbank, die können wir mal da draußen aufstellen. Zack. Ein paar Handelbänke. So, die können sich jetzt mal ein bisschen erholen, wenn sie wollen. Ja, gerade ist Essenszeit. Was haben die gerade für ein ganz. Sie haben ein starkes Bedürfnis. Erholung, siehst du? Erholung, 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 Erholung. Wie sieht es weiter aus im Tagesplanungstext? Tagesplanung. Gerade ist Essen, danach können sie schlafen. Das ist Erholung, würde ich mal sagen. Da sind auch ein paar drin, die das ausgefressen haben. So. Und jetzt brauchen wir noch ein paar. So, Gefängniswertung. 5 Häftlinge wurden entlassen. Okay. War nicht so ausführlich. Einmal Razzia, wenn wir noch nicht so viele Metalldetektoren haben. Eine Spritze haben wir gefunden. Ah, das ist schon gefährlich. Ein Putzmittelschrank. Da können wir jetzt auch noch mal ein paar Häftlinge zum Arbeiten reinschicken. Die putzen dann extra für uns das Gefängnis. Das finde ich gut. Wo wir jetzt den Strom herkriegen, weiß ich nicht. Ich habe hier allgemein nun gar keine Lampen. Kann das sein? Ach du meine Güte, das ist ja mal Neandertal-like oder was? So. Legen wir mal ganz kurz durch die Werkstatt. So. Kriegen die mal von mir mal ein paar Lampen. Kein Wunder, dass die sich aufregen, wenn ich keine Lampen in meiner Gefängniszelle hätte, dann würde ich natürlich auch ausrasten. Gerade hat irgendwie jeder heftigen Handschellen an, oder? Weil wenn sie Handschellen an haben, dann werden sie gerade irgendwie bestraft. Ja, guck mal. Ja, pfuh. Was soll ich da sagen? Wir brauchen dringend mehr Geld. Da können wir auch noch mal ein bisschen auf die Zuschüsse gucken. Verwaltungszentrum, stellen Sie eine Buchhalterin ein. Ja, machen wir später. Drogenbekämpfung. Finden Sie 10 Narkotika. Ah, das werden wir doch wohl hinkriegen, oder? Hat jetzt aber nichts. Brechen wir nochmal ganz kurz ab. Einen Personalraum. Stellen wir nochmal ein paar Wachen ein.
So. Was wäre das jetzt? Ein Personalraum, Hammer. Ja, yeah, wir haben endlich mal unser Zuschuss für unsere tollen Personalakte hier. So, wir machen mal das. 1, 2, 3. Wir machen es immer noch mal bis dahin. Dann kommen wir mal hier auf Ziegelwände. Grinsika, was brauchst du denn jetzt? Das erkläre ich euch sofort. Wir haben schon 32 Minuten auf was? 32 Minuten? Ja gut, das ist können wir da noch eine Zelle reinbauen. Okay. Das ist jetzt natürlich hart. Ich habe gedacht, ja gut, jetzt bin ich bald in der zweiten Folge. Aber wir sind ja schon fast am Ende der zweiten Folge. Was? Mag ich gar nicht. So schnell geht das hier. Und jetzt muss ich trotzdem mal ganz kurz gucken. Nach einer Einzelhafttüre. Und dann sind unsere wunderhübschen Einzelhaftzellen schon fertig, die brauchen nämlich gar nichts. Und das sollen sie nämlich auch so spüren kriegen. Einzelhaft. Weil wenn die Gefangenen jetzt irgendwie, keine Ahnung, meinst, sie müssen eine Wache angreifen oder sowas, dann werden sie hier eingesperrt. Ohne Toilette, ohne gar nichts, das haben sie dann selber zu verantworten. Es ist sehr, sehr hart, aber das ist dann, ja, ihr Problem. Hätten sie vielleicht mal ein bisschen besser überlegen sollen. Und das ist auch nicht gegen das Spiel. Also Todesstrafe ist doof, aber das da ist okay. Guck mal, da werden sie auch schon alle fleißig eingesperrt. So ein voller Raid. Da. Schön. Hygiene hat das ja große Bedürfnis und alles mögliche. Also, da geht schon ein bisschen ab. Bett. Toilette. Halt, wir müssen das natürlich richtig machen. Und einmal kleines Rohr. Und dann können wir das auch als Zelle bezeichnen. Brauchen wir halt nur noch eine Türe. Irgendwo war doch hier noch eine doppelte Türe, ja genau hier. So. Der will raus, der kommt auch gleich raus. Und gleich einen neuen einstellen. Nahrung. Warum auch immer Nahrung in der. Keine Ahnung. Gemeinschaftsraum. So. Dann können Sie sich im Gemeinschaftsraum immer so ein bisschen entspannen. Hier wird wahrscheinlich auch schon bald fleißig trainiert. So, gerade haben Sie Freizeit. Da gehen einige auf die Toilette. Keiner chillt in unserem Gemeinschaftsraum, außer die Putzleute. Okay. Da hat jemand schon was gefunden. Jetzt können wir mal ein paar Regeln aufstellen. Und die müssen wir jetzt mal ganz kurz durchgehen. Nämlich Zerstörung. Wenn einer was zerstört, dann durchsuchen wir natürlich ihn und die Zelle. Und schließen ihn in seiner Zelle für 4 Stunden ein. Ein Ausbruchsversuch. Durchsuchen wir ihn und die Zelle. Und das wird natürlich hart geahndet. 8 Stunden schläfen wir ihn dann ein. Eingefangenen, wir tun immer jemanden, ja, wir tun bei jedem Vergehen tun wir sofort ihn und die Zelle durchsuchen. Wenn er einen Gefangenen angegriffen hat, muss er hart dafür büßen. Wir sparen ihn nämlich den ganzen Tag weg. Das klingt jetzt erstmal hart, aber ich finde, naja. Und dann setzen wir eine Sicherheitsstufe höher. Personal angegriffen, das setzen wir auch eine Stufe höher und setzen ihn ebenfalls 24 Stunden in Einzelhaft. Das ist jetzt auch Einzelhaft. Dann schwere Verletzung 1 hoch, ebenfalls einen Tag in Einzelhaft. Wir brauchen bald neue Einzelhaftzellen. Dann Berauschung, da können wir ihn eigentlich mal einfach einschließen. Und das, ja, wenn wir dann mal für 8 Stunden einschließen. Mord. Einzelhaft. Bei Mord, da kenne ich echt gar keinen Part. Gar kein Vertun. Also wer meint, er muss jetzt hier rummorden,
Ihr seht schon, wie die Stunden nach oben schnellen. Der wird von mir wirklich sage und schreibe 2 Tage eingesperrt, weil... Nee, das geht nicht. Waffenbesitz, Einzelhaft für ebenfalls 8 Stunden. Werkzeugbesitz, da können wir einschließen für 8 Stunden. Und Drogenbesitz, Einzelhaft für ebenfalls 8 Stunden. Können wir einschließen, so. Ausbruchsversuch. Na, das passt. Okay. Ich hoffe, alle schneiden es langsam, worauf ich raus will. Aber haben wir hier überhaupt nirgendwo Lampen? Irgendwie doof. So. Verletzt. Natürlich brauchen wir auch noch eine Krankenstation. Müssen wir das hier mal ein bisschen upgraden. Wir graden das hier mal kurz ab. Jetzt aber wir jetzt hier eine Ziegelwand hin. Und tun dann die beiden mal abreißen. Und bauen dann... Machen wir ganz kurz eine Razzia, sorry. Ich glaube, das war schon zu spät. Weil wenn sie aufstehen, dann... Gefällt es denen dann nicht mehr so gut. Da. Oh. Guck mal, was wir alles gefunden haben. Bohrer. Also bitte. Das ist natürlich sehr... Hui. Das ist eher... Pfui als Hui. Wenn du mich mal fragst. Gebäude. Ein gemauertes Gebäude. Da kommt dann unsere wunderhübsche... Kann da mal bitte irgendjemand mal hier hinkommen und sagen: Personal! Stellen wir noch ein paar mehr Wachen ein. 3 neue Wachen. So, die quetschen sich natürlich alle da rum. Ein Handy haben wir gefunden. Ach du meine Güte. Einzelhaftzellen, wir kommen! Zugang benötigt. So, die bauen jetzt hier natürlich groß aus. Boah, was? Ah, wo benötigen die denn bitte schon noch Zugang? Und mal nochmal 2 neue Arbeiter. Weil ich ansonsten... Da ist ein Zugang. Also warum Zugang benötigt er immer noch dafür, weiß ich nicht. So, die arbeiten gerade. Ah, die verarbeiten schon hier so Nummernschilder. Ja, brauchen wir nur noch einen Exportraum, wo wir dann die ganzen Sachen exportieren können. Exporte. Ich weiß mal direkt unter den Müllraum. Und die Räume und den Raum kommen wir nochmal. Also der muss nicht auf dem Gehsteig sein. Das ist okay. Zugang benötigt, hä? Da ist doch ein. Das ist doch. So, benutzt irgendjemand? Ja, guck mal, viele gehen an die TV-Zellen, einige. Hier ein paar Hanteln. Und jetzt schon wieder sehr, sehr hoch. Ich weiß aber nicht, was sie gerade für ein Bedürfnis haben. Lass uns mal ganz kurz nachgucken. Und, oh, wir sind schon am Ende der Folge. Was? Von einem Reihenfolgen? Was? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es jetzt schon so schnell ging. Ich weiß, was haben wir denn heute überhaupt gemacht? Gut, wir haben einiges gemacht. Wir haben einen Putzmittelschrank, wir haben einen Gemeinschaftsraum, wir haben ein paar Einzelhaftzellen. Und hier wird das endlich. Ich verstehe das nicht. Also, ne? Ach so. Ach so. Haben wir jetzt eine große Gefängnistür? Baue das schnell ein. Passt es jetzt? Tatsache. Dann reißen wir das mal ganz kurz aus.
abreißen, reißen dann da unten nochmal ganz die Wände raus. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Prison Architect wieder. Ging dieses Mal wieder sehr schnell. Ich weiß nicht. Ging schnell. Einfach so. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Geheimakt. Wir sehen uns in der nächsten Folge Prison Architect wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein nicht verletztes Dasein. Und bis dahin, ciao mit K.